Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Siedlungsfest der Gemisack in Bichl in Kapfenberg. Flying Fox, Riesenattraktion bei Beach an der Mur 2015. Und Butto-Tanztheater gastierte in Graz. Kürzlich lud die Gemisack all ihre Mieter am Bichl in Kapfenberg zu einem überaus gelungenen Siedlungsfest. Baubeginn war im November 2011 und bis hin zur Fertigstellung vergingen 33 Monate. Rund 14 Millionen Euro wurden auf einem 31.000 Quadratmeter großen Grundstück, das seit 1939 im Besitz der Gemisack ist, verbaut. Aber was waren die größten Herausforderungen bei der Realisierung dieses Projektes? Ja, die waren sehr groß, vor allem im Hinblick auf die Kosten. Das war die größte Herausforderung für uns überhaupt, weil es sind erstens in den letzten Jahren nicht nur die Anforderungen im geförderten Wohnbau, sondern damit natürlich auch die Kosten gestiegen. Und andererseits haben wir auch aufgrund der Größe des Bauvorhabens hier verpflichtend einen Architektenwettbewerb durchführen müssen. Und das Siegerprojekt, das sich zwar durch eine städtebaulich hohe Qualität auszeichnet, das war dadurch gekennzeichnet auch, dass sehr viele kleine Baukörper vorhanden sind und eine sehr aufwendige Aufschließung erfolgen musste. Und es ist uns aber letztendlich gelungen, mit endabgerechneten Baukosten von 1.920 Euro pro Quadratmeter nicht nur qualitätsvolle, sondern auch leistbare Wohnungen zu errichten. Schwungvolle Musik und schmackhaftes Essen luden die Mieter aus den insgesamt 83 Wohnungen zum Verweilen ein. Für besondere Freude sorgte außerdem die Verlosung von 3 Kapfenberg-Gutscheinen im Wert von jeweils 500 Euro. Fördermittel aus der Landespolitik ermöglichten dieses Projekt erst und so begrüßte man auch Landesrat Seitinger unter den Gästen. Letztlich ist es so, dass gerade junge Menschen beim Einstieg ihres Lebens eine Hilfe brauchen. Das weiß ich, wie das ist. Man ist dann irgendwann einmal froh, wenn man sich ein bisschen abkoppeln kann von der Familie und selbst ein neues Leben starten kann. Und da soll ja nicht gleich das ganze Geld allein fürs Wohnen aufgehen. Junge Menschen haben ja auch viele andere Interessen und das soll leistbar sein. Und das ist meine Aufgabe, auch als Wohnbaulandesrat hier die möglichst großen Hilfen dafür zu bieten. Um die Abwanderung vieler Jugendlicher zu stoppen, betonte auch Bürgermeister Wegscheider, wie wichtig es sei, attraktiven Wohnraum in Kapfenberg zu schaffen. Ja, wir sind ja im Sanierungssektor sehr gut unterwegs. Es gibt viele Siedlungen, die saniert werden. Jetzt hat die Gemisack einen Plan vorgelegt, der Schimmelsbüttel Süd 2030. Das heißt, eine Totalsanierung dieses wunderschönen Siedlungsgebiets bis Ende 2030. Wir haben im Stadtentwicklungskonzept 200.000 Quadratmeter an Flächen, die wir umwidmen werden auf Wohnbaugebiet. Also wir haben genug Möglichkeiten zu bauen, auch im Einfamilienhaussektor. Das ist auch wichtig. Viele wollen ja Einfamilienhäuser bauen. Aber natürlich, die Mietshäuser gehören dazu. Das heißt, der Geschosswohnbau ist das vorrangige Ziel der Genossenschaften und auch unser Ziel. Für einen modernen Industriestandort wie Kapfenberg ist es enorm wichtig, attraktive und leistbare Wohneinheiten für Jungfamilien zu schaffen. Wenn Politik und ein erfolgreiches Wohnbauunternehmen kooperieren, keine unlösbare Aufgabe. Flying Fox, das Top-Ereignis zum Jubiläum von Beach an der Mur. Zuerst mühsame 198 Stiegen hinauf zur höchsten Spitze des Brucker Kirchturms, danach der verdiente Genuss eines Bilderbuchpanoramas. Die Spannung kommt dann zum Höhepunkt. Man spürt den Nervenkitzel, kurz bevor man sich auf dem Brucker Hauptplatz schwingt. Hervorragend. Es ist ein Vorgefühl der Himmelfahrt. Zur Himmelfahrt von unten hinauf und da oben herunter, aber es war mal so ein Vorgeschmack. Das war wunderbar. Und der Ausblick rundherum, es ist schön. Unser Brucker Pfarrer startete seine Himmelfahrt mit Glockengetöse. Naja, das war nicht wegen mir, sondern zufällig ist um 10:30 ein Begräbnis am Liechtensteinfriedhof. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich gestartet. Das war ganz zufällig. Der neue Landesrat für Verkehr und Sport wollte den Artisten nicht nachstehen und stellte sich mutig einer fast zirkusreifen Herausforderung. Ja, ich habe nicht gewusst, dass Sportlandesrat sein so Nervensache ist, weil man da runterrutschen muss gleich am Anfang. Das ist schon ein bisschen aufregend. Ne? Und so anders ist es ja auch für einen Politiker nicht. Auch da heißt das oft,
vielfach hoch hinaus und rechtzeitig abseilen. Mutig erwiesen sich auch unsere Redakteurin und Kamerafrau und haben diesen Drahtseilakt unbeschadet überstanden. Und letztlich war es für unsere Damen auch eine Beflügelung. Die Steirische Kulturinitiative hat mit dem Programm Resonant Komplex internationales Tanztheater nach Österreich und im Speziellen in die Steiermark gebracht. Resonant Komplex, so nennt sich diese Performance, kommt aus dem japanischen Butoh-Tanz, der in den frühen 1960er Jahren ziemlich zeitgleich mit dem Wiener Aktionismus sich entwickelt hat und relativ schnell aus Japan mehr oder minder vertrieben worden ist. In dem Fall geht es darum, dass die wenigsten Menschen, die Tag aus, Tag ein am Computer arbeiten, nicht bemerken, dass die Digitalität, mit der der Computer ja arbeitet, gegenüber dem Analogen viel an Qualität einbüßt. Und zwar nicht nur, was die Farben anlangt, die an Leuchtkraft und so weiter, sondern auch daran, dass man plötzlich viel, viel mehr weiß und wissen kann, aber vor lauter viel Wissen nichts mehr weiß. Die Steirische Kulturinitiative arbeitet seit 11 Jahren auch in der Sparte Tanztheater. Highlight des heurigen Jahres war das Programm der japanischen Choreografin und Tänzerin Yumiko Yoshioka. Spannend die Idee und spannend der Inhalt und die Ausführung der Ausnahmekönnerin. Jeder kann eigene Assoziation haben, das ist nicht zu verstehen, sondern spüren, intuitiv, inspirativ. Jeder kann sich also vorstellen, was er will. Diesmal geht es also um die digitale Welt. Fluch oder Segen? Heutzutage ist einfach digital überall. Also die digitale Welt versucht, die analoge Welt zu imitieren. Mit Retina-Displays, die sich immer mehr dem menschlichen Auge annähern. Und Facebook, wo die Beziehungen, die realen Beziehungen immer weniger werden. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Thema angehen und dieses Thema einfach auf die Bühne bringen. Wir leben noch in einer analogen Welt. In ihr gibt es noch eine endlose Zahl von Farben und Gerüchen. Die Erlebnisse von Bewegung, Raum und Musik verschmelzen zu einer den Zuseher fordernden Aufführung. Die Steirische Kulturinitiative hat mit diesem Tanztheater neue Wege in dieser Kunst beschritten. Man darf sich also schon auf die nächsten interessanten Projekte der Steirischen Kulturinitiative freuen. Ja, also es wird tatsächlich in die Richtung weitergehen, diesmal allerdings nicht im Tanztheater, sondern in Form von Großpuppen, also wirklich aus natürlichen Materialien gestaltete Puppen, die an Plätzen auftauchen werden, über die ich jetzt nicht noch reden möchte, weil schließlich soll ein Überraschungseffekt ja noch vorhanden sein. Heute war es sommerlich bei Temperaturen um die 30 Grad. Morgen Donnerstag bleibt es weiterhin sonnig und warm. Badewetter bei Werten um die 31 Grad ist angesagt.